Große Freude für die kleinen Bremer Stadtmusikanten. Am 5. Dezember gab es in der gleichnamigen Kita in Pampow bei Schwerin bereits Bescherung. Doch anstelle des Weihnachtsmanns kam dieses Mal die Sozialministerin des Landes, Stefanie Drese, vorbei. Begleitet wurde sie von den Vertretern der WEMAG. Geschenke gab es natürlich, auch ohne Weihnachtsmann. In dem etwa einen Meter hohen Insektenhotel finden neben den Wildbienen auch kleine Wespenarten, Spinnen und Ohrenkneifer einen geeigneten Platz für ihre Nester. Es wurde detailreich aus Holz gebaut und liebevoll bemalt von Mitarbeitern der Lewitz-Werkstätten aus Parchim, einem langjährigen Partner der WEMAG. Ach, das ist wirklich ein wunderschöner Termin in der Adventszeit mit der WEMAG gemeinsam, immer so ein tolles Spielzeug in einer Kita übergeben zu dürfen und dann zu sehen, wie schnell die Kinder auch dabei sind, das auszupacken und in Beschlag zu nehmen. Ist wirklich eine ganz tolle Idee und vielen Dank an die WEMAG. Dankeschön. Ja, uns ist auch eine besondere Freude. Das regionale Engagement ist ja für die WEMAG tatsächlich ein sehr wichtiges. Wir sind ein kommunales Unternehmen, das heißt, die Mehrheit der Gemeinden im Land, sag ich mal, haben Anteile an der WEMAG. Deshalb ist es uns im Grunde genommen auch ein großes Bedürfnis, ein Stück weit zurückzugeben, den Menschen, die Kinder, die in der Region einfach leben und Freude an, vor allem, sag ich mal, auch Geschenken mit Werbert haben, wie dieses nachhaltige Insektenhotel heute. Wie bereits in den vergangenen Jahren führt die WEMAG auch in diesem Dezember ihre Tradition fort und beschenkt im Rahmen der Kita-Weihnachtsaktion fast 200 Kindertagesstätten in der Region mit hochwertigem Holzspielzeug. Die Aktion jährt sich zum 23. Mal. Ja.